Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Mickey's Castle of Hyde. Nein, das ist gar nicht Mickey's Schloss. Wobei Mickey Mouse sich wahrscheinlich sicher ein Schloss leisten könnte. Ne, von all dem Geld, was sie in den 80 Jahren verdient hat. Ich habe es wirklich übrigens nachgeguckt, ne? Es war 1928, wo Mickey Mouse Berühmtheit erlangte. Ja, man möge meinen, meine Let's Plays bilden nicht, aber da seht ihr es, ne? Ja, ich habe das ganz dreist auf Wikipedia nachgelesen. Lasst mich! Egal! Aber anscheinend kann sich Mickey Mouse doch kein Schloss leisten, weil er kann sich ja nicht mal ein T-Shirt kaufen, dementsprechend. So, gut, da kann ich nicht durch. Da spawnen einfach mal unhöfliche Dornranken, das finde ich nicht okay. Dann spüre die Macht des Apfels. Die Äpfel fliegen einfach durch. Ja, dann merkt man mal wieder, was für grausame Projektile es eigentlich sind. Hallo Geist, friss das. Ne, Geister reagieren nicht auf Vitamine, aber wahrscheinlich auf meine Treter. Ja, großartig. Moment, ist da links noch was? Möchte ich jetzt eigentlich mal gucken. Woo! Ja, lustig, lustig. Wie komme ich bis dahin? Wahrscheinlich von der anderen Seite, nehme ich an. Okay, gut. Ich bin immer noch von diesen Äpfeln begeistert, ne? Demnächst muss man sich wahrscheinlich Sorgen machen, wenn man mit Obst auf die Straße geht, dass einen die Polizei festnimmt. Und wegen, nehmt euch in Acht, er hat einen Apfel in Deckung oder irgendwas in der Richtung. So, hier oben ist wahrscheinlich was. Ein extra Leben. Nehme ich doch gerne. Moment, kann ich da ein... Ah! Aha, da war noch ein Diamant. Das lassen wir natürlich nicht liegen. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie, das ist nur eine Ausrede. Wir wollen eigentlich gar nicht unsere Freundin retten, wir wollen unsere Rechnung bezahlen, deswegen sammeln wir Diamanten, die wahrscheinlich gar nicht echt sind. Das ist ja immerhin das Schloss der Illusion, ne? Moment, halt, den Stern möchte ich gerne haben. Es ist das Schloss der Illusion, ne? Wahrscheinlich ist alles eine Illusion. Wahrscheinlich ist auch Mickys Leben eine Illusion. Wahrscheinlich ist er gar keine Maus, sondern einfach nur ein Mann, der sich gerne Mausohren aufsetzt und in Wahrheit irgendwie über 50 ist und auch bei seiner Mutter lebt. Gut, das wäre jetzt etwas weit hergeholt, aber egal, dieser Pilz hat mir gerade Schaden zugefügt. Das fand ich nicht so nett. So, Moment, da habe ich doch gerade irgendwie... Moment, habe ich da nicht was gesehen? Schaut mal da! Da steht einfach mal so eine Statue. Die möchte ich doch gerne haben irgendwie. Wie komme ich denn da dran? Oh, wie gequält diese Pilze klingen, wenn wir sie töten. Das mag ich. Ja, ich bin ein kleiner Sadist. Seid ihr übrigens auch, ne? Moment. So geht das nicht. Aber wie komme ich denn da... Wir verlieren kein Leben? Wir verlieren nur einen Stern, wenn wir das machen? Interessant. Moment, aber wie komme ich denn da hin? Da möchte ich eigentlich... Das muss doch irgendwie... Das muss doch irgendwie so funktionieren. Was die da hinten machen, will ich auch gar nicht wissen. Das ist wahrscheinlich... Geisterwacken oder sowas. Moment, halt. So geht das nicht. Das ist schon mal klar. Hä? Dann kriege ich wahrscheinlich nachher noch so einen Super-Move oder sowas in der Richtung. Könnte ich mir das vorstellen. Wie kommen wir denn da? Ja, Moment, halt. Da ist eventuell noch ein Weg. Oh, verdammt. Nein. Ich möchte... Oh, verdammt. Ich hoffe, die Gegner respawnen. Respawnt ihr? Ihr müsst respawnen. Moment, komm ich... Okay, das funktioniert. Alles klar. Gut, ich muss zugeben, dass das so in der Form nicht geplant war, aber mein Gott. Gut, nehmen wir dich nochmal... Ein wunderbares Vorbewegungsmittel. Sehr schön. Was machen die Statuen? Teil einer Schlossstatue gesammelt. Cool. Jetzt habe ich das Spiel gewonnen. Geil. Das ging ja schnell. Ja, danke für das letzte... Nein, eigentlich nicht. Okay, aber da sehe ich gerade schon wieder das mit diesen Hintergründen. Das ist in letzter Zeit ziemlich beliebt, ne? Da hinten, diesen Diamanten im Hintergrund. Ich habe das erste Mal, glaube ich, bei Donkey Kong Country Returns gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es das vorher schon gab. Das mit diesen Hintergründen im Spiel. Moment, hier ist... Aha. Moment, halt. Oh, hier gibt es ja echt mehrere Wege. Moment, gehe ich jetzt erstmal da lang oder... Oh, ich weiß nicht. Ich gehe mal erstmal hoch, weil ich glaube, da waren zumindest noch Äpfel, ja. Was war das denn für ein Trollgeist? Wohoho! Hier, Apfel! Nee, zumindest gesunde Zähne hat er, ne? Parodontol wahrscheinlich oder irgendwas in der Richtung. Mein Gott, Geister, die sich pflegen, sind heutzutage auch nicht mehr alltäglich. Da muss man auch mal ein Lob aussprechen. Tja, gehe ich jetzt hier rechts lang. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Kartoffeln mal wieder. Eigentlich sollten die keinen Schaden zufügen, sondern live geben. Ne, ich habe eigentlich das Gefühl, dass da links, das ist irgendwie mehr Secret, oder? Das ist irgendwie mehr Secret, das sieht man nicht sofort ja doch eigentlich schon, wenn man viele Spiele dieser Richtung spielt, dann schon. Gucken wir mal hier. Bats. Ah ja, okay. Whee! Ganz viel Geld, ganz viel Geld. Au, au. Auf die kann man nicht einfach draufspringen? Doch. Double Kill. Sehr schön. Ich habe aber nur noch einen Stern, das heißt, gleich ist es vorbei. Unschön. Gut, ich nehme mal an, im Trollgeist oben kommen wir noch nicht vorbei. Vielleicht, wenn wir ihn mit Kartoffeln beschmeißen. Vielleicht dann, aber nee, das ist wahrscheinlich auch nicht möglich. So. Oh ja, schön. Moment, hier ist noch was. Nö, da ist nichts. Okay. Ich nehme an, dann war da nichts mehr. Oh, da ist ein Stern. Den möchte ich haben. Den möchte ich haben. Oh, Moment, halt. Ich weiß gar nicht irgendwie, ob die Diamanten... Ich weiß ja inzwischen, die Diamanten brauchen... Moment, da? Kann ich die töten? Die kann man tatsächlich töten. Okay. Ich weiß inzwischen, dass man die Kristalle wirklich einsammeln sollte, einfach aus dem Grund, dass man damit Türen öffnen kann. Vielleicht gibt es ja nachher noch irgendwie bestimmte Stages, wo man einfach eine gewisse Anzahl von Diamanten braucht, sonst kommt man nicht weiter. Ja, könnte ja durchaus sein. Aber das ist sehr interessant hier.
Auf jeden Fall. Irgendwie sehen die aus wie Pudding und deswegen habe ich gerade... Ja, ich muss das nochmal klarstellen, ne? Ich muss ja über Essen reden, deswegen rede ich jetzt von Pudding. Obwohl ich heute gegrillt habe und dementsprechend gut genährt bin heute. Will ich jetzt erstmal da oder da nochmal gucken? Na, gucken wir erstmal hier. Apfel. Oder geht's da nur weiter? Hui. Aha. Mickey found himself catapulted into the clouds. Ich habe aber das Gefühl, dass es hier weitergeht irgendwie. Aber das sieht sehr hübsch aus hier. Das gefällt mir. Das ist... Bislang gefällt mir das sowieso sehr gut. Moment. Ich... Das... Nee, ich gehe nochmal zurück, Leute. Denn eigentlich möchte ich ja gerne... After a short flight, Mickey was back in the haunted forest. Ja, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die drei Diamanten da noch haben möchte, bevor ich da jetzt irgendwie... Wo bin ich jetzt? Wow, das war doch etwas, das kann um mich. Erstmal nochmal unten gucken. Da scheint nichts zu sein. Hä, ist meine Statue jetzt irgendwie weg? Hatte ich nicht eben noch eine Statue? Fragen über Fragen. Okay. Och, Miserabelle. Miserabelle taunted Mickey with her cruel laugh. But perhaps she was secretly worried about how close he was getting. Wow. Das ist auch geil eigentlich. Ich muss da echt nichts zu tun haben, ne? Kommt einmal her, lacht sich einen ab. Okay, das Wolkenlevel war doch ein Bonuslevel. Ja, scheiße. Kann ich ja nicht ahnen. Weil jetzt geht's hier anscheinend weiter und zurück komme ich nicht mehr. Gut, ich weiß aber, dass man die Level wohl nachher nochmal machen kann. Oh, jetzt ist hier 3D. Das ist echt nicht... Das ist eigentlich wirklich cool. Das ist eine nette Idee, dass es so wechselt von 2D zu 3D. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, welches Spiel das wo es das schon mal gab. Aber ich habe sowieso eigentlich in letzter Zeit gar nicht so viel Jump'n'Runs gespielt, muss ich dazu sagen. Das ist aber ganz cool. Nee, aber diese Hexe ist echt cool drauf, oder? Irgendwie. Kommt einfach angeflogen, lacht mich einmal aus und geht dann wieder. Irgendwie. Das würde ich auch gerne mal machen in meiner Freizeit, ne? Die muss wohl echt gar nichts zu tun haben. Irgendwie ist das Ganze doch schon irgendwie ein bisschen traurig, oder? Und dieses Spielchen hasse ich ja eigentlich hier, ne? Wenigstens machen die Dinger keinen Schaden. Das wäre richtig schön fies gewesen. Wie komme ich denn... Ah ja, okay. Es gibt ja manchmal so Späßchen, wo die Dinger dann auch noch Schaden machen. Das wäre unschön gewesen. Gut, ich fühle mir das mal mit. Es ist ja immerhin das Castle of Illusion. Ne? Wobei ich immer noch nicht ganz sicher bin, ob... Man kann sich jetzt nichts mehr sicher sein heutzutage, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. Moment, bin ich jetzt hier richtig? Da ist der Exit. Habe ich noch was verpasst? Nö. Okay, sehr schön. Gut. Nächster Abschnitt geschafft. Auch wenn wahrscheinlich im Wolkenlevel noch irgendwas gewesen wäre. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben, ne? So ist das Leben. Weiter geht's. Ich könnte theoretisch auch mal zurück zum Schloss gehen. Ich weiß nicht, ob ich da inzwischen noch mehr freischalten kann. Egal. With the frights and sprites of the forest behind him, Mickey faced the next part of his quest with renewed courage. Okay. Mein Gott, das finde ich wirklich hübsch hier. Diese Vögel. Ah, the grumpy old oak tree. Like all of Miserabelle's illusions, he was no friend to Mickey. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Halt. Moment, ich will doch eigentlich nur nach dem Weg... Mein Gott! Nüsse? Kann ich ihn jetzt beschmeißen, nehme ich mal an. Oder muss ich draufspringen? Au! Ich muss draufspringen, wenn er die Sterne sieht wahrscheinlich, ja. Das ist irgendwie... Mein Gott. Aber gut, es wurde ja gesagt, er mag mich nicht, ne? Gut, warum auch nicht? Sind alle neidisch auf mich. Sind alle neidisch auf das, was ich geschafft habe im Leben. Ja, so ist das. Ja, ja. Muss man mehr arbeiten, Leute. Dann erreicht ihr vielleicht auch was im Leben. Aber gut, was soll ich mich beschweren? Was kommt jetzt? Ach so. Tut das nicht weh? Ich weiß es nicht, aber gut, er wird schon wissen, was er tut. Hoffe ich, dass er es weiß. Hopp. Gut, der ist jetzt nicht wirklich schwer. Und nochmal das Ganze. Zumindest, da explodiert irgendwie immer was. Ich will ja jetzt irgendwie nichts unterstellen, aber eventuell könnten wirklich Blähungen die Ursache dafür sein. Vielleicht ist er deswegen auch so sauer, ne? Oh! Okay, das kam unerwartet, aber natürlich elegant ausgewichen. Ne? Das war's schon. Wow. The Red Rainbow Gem was finally his. Now it was time for our hero to move on. Okay. Wobei man sich da natürlich noch was anderes fragt, irgendwie. Wenn es doch diese Regenbogensteine gibt. Und wenn es doch, wenn man dadurch diese, damit doch diese Regenbrücke bauen kann. Warum schmeißen... In the castle halls, Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find. And the masters of illusion would not give them up
without a fight. Ich frage mich dann, warum schmeißen die Minister des Schmerzens, nee, die hießen anders, ne? Minister des Elends, warum schmeißen sie die nicht einfach weg? Ein Problem gelöst, ne? Wie war das noch? Na gut, vielleicht denken sie auch, man sollte eher Brücken bauen, als sie einzureißen. Ach ja, woher kam dieses Zitat nochmal? Ich weiß es nicht. Nochmal ein extra Leben, sehr schön. Ist das eigentlich die maximale Anzahl an Diamanten, die man bekommen kann, die da steht? 800? Oder ist das einfach nur die Gemälde ansehen? Okay. Och, hübsch. Ja. Das könnte aber echt sein. Guck mal, ich könnte es mir vorstellen. Er saß wahrscheinlich gerade auf dem Klo, als wir gekommen sind. Und deswegen war er so aggressiv. Mein Gott, klar. Was wundere ich mich eigentlich? Klar war er angepisst. Okay, ich darf mich echt nicht beschweren. Denn, gut, er hätte auch eine Tür einbauen können, ne? Wenn er so ein Plumpsklo mitten im Wald stehen hat. So, und hier? Was haben wir denn hier? Aha, das ist der andere Kollege, den wir vorher getötet haben. Na gut, wir haben schon ganz schön viel wieder auf dem Gewissen, aber es sind ja wahrscheinlich alles... Das ist toll, ne? Wir können das Töten in diesem Spiel voll gut rechtfertigen, weil wir sagen, es waren wahrscheinlich alles nur Illusionen. Ach ja, gut. Man lernt sehr viel aus diesem Spiel, wie ich sehe. Ach ja, okay. Was hat es mit diesen Säulen hier auf sich? Kann es sein, dass diese Statue, die ich da eingesammelt habe, irgendwas damit zu tun hat? Weil die stehen da, glaube ich, nicht umsonst da, oder? Gut, da brauchen wir 80. Da brauchen wir 150, haben wir noch nicht. Ne, 160, okay. Und hier könnten wir reingehen. Sammeln wir aber erstmal hier noch die... Aha. Okay, ich verstehe. Dann brauchen wir das wahrscheinlich dann, wenn wir hier hoch... Oder können wir Wandjumpen? Ne, Wandjumpen können wir nicht. Ne, da hat er sich nicht bei Mario bedient. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Aha. Wo geht's denn hier lang? Ich mag echt diese Verschachtelung von 2D und 3D. Das ist echt mal ganz nett. Das gab's natürlich schon in vielen anderen Spielen. Aber ich finde das trotzdem mal wieder sehr erfrischend, das mal wieder zu sehen in der Form. Gut. The Rainbow Bridge to Mini would only appear when all 7 Rainbow Gems were collected. There was still work to be done. Okay, dann ist das wahrscheinlich einfach der Ort, wo wir alle Steine brauchen. Das ist notiert. Wahrscheinlich kommt dann auch wieder Obi-Wan und sagt uns, hey, du hast alle 7 Regenbogensteine gesammelt. Ich finde das System zwar auch blöd, aber mein Gott, es ist halt so. Ist es schon irgendwie komisch, aber gut. Als Kind hätte man sich solche Dinge wahrscheinlich gar nicht, hätte man gar nicht in Frage gestellt mal wieder, ne? Das ist halt einfach. Man muss, sonst, das hätte man wahrscheinlich auch als Kind wirklich geliebt, dieses Spiel. Aber ich bin ja nun leider kein Kind mehr. Man könnte denken, anhand der Spiele, die ich in letzter Zeit spiele, dass ich meine Kindheit vermisse. Was ja auch wirklich so ist eigentlich. Ja. Dieser unhöfliche Erzähler unterbricht mich immer. Aber hier haben wir den Unterschied, ne? Ich vergleiche das jetzt gerne mit DuckTales, weil DuckTales ja auch in letzter Zeit eines dieser Remakes war. Was ist das denn? Murmeln? Ach, jetzt werfen wir mit Murmeln. Okay. Das heißt, wir haben in jedem Level ein anderes Wurfgeschoss. Das ist auch sehr schön. Wisst ihr warum? Da lernen Kinder noch, was man alles als Wurfgeschoss benutzen kann. Ne? Ich finde, das ist wichtig, dass man das lernt. In der Entwicklung kann das durchaus förderlich sein, dass man weiß, aha, guck mal, da ist jetzt gerade ein Einbrecher. Den kann ich zum Beispiel mit Kuchen bewerfen. Ist doch schön, wenn man das weiß, oder? Also da haben sich die Entwickler ein bisschen Gedanken gemacht. Finde ich klasse. Und ich finde gerade diese Welt hier irgendwie, es sind Clowns. Warum müssen es Clowns sein? Warum nicht irgendwas anderes? Da wollte ich das Spiel gerade schon loben, aber jetzt gibt's minus 1 für die Clowns. Nein, nein, so bin ich ja nicht. Aber trotzdem. Wow. Okay, das ist doch wieder sehr hübsch, männlich. Das ist aber auch wieder sowas, ich weiß nie genau, wo ist jetzt der richtige Weg und der falsche Weg, ne? Ich nehme mal an, das ist der falsche Weg oder ist das der richtige? Nee, das ist der falsche Weg, weil hier gibt's das Extra-Leben. Toll, wie komme ich an das Extra-Leben? Ah, okay, ich verstehe. Okay. Aber gut, ne? Mickys Schuhe, wissen wir ja inzwischen, sind echt Multifunktionswerkzeuge. Da kann man auch einfach mal 10 Kilometer in die Tiefe fallen, es passiert nichts. Ist doch schön. Ich möchte da oben bitte in das Extra-Leben, weil ich bin ja schon so oft gestorben, deswegen brauche ich auch noch ein paar mehr Extra-Leben. Hat so ein bisschen was von Kirby, ne? Irgendwie. So. Das heißt, hüpp, geht doch. Schön. Ja, genau. Ich war übrigens einer von denen, denen Mickys Stimme immer auf die Nerven ging. Ich finde immer, die hat irgendwie nie so gut gepasst. Vielleicht liegt es auch an mir, ne? Sagen wahrscheinlich alle, du Banause, das muss so sein. Wie komme ich denn da links hoch? Muss ich in den Zylinder springen, nehme ich an, ne? Okay. Mickey had to move quickly and carefully, for the cards weren't playing fairly. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Alice Madness Returns hier, das Ganze. Cool, es gab schon viele Spiele, wo Karten... okay, das ist doch ein bisschen gefährlicher hier. Ich weiß ja nicht, man stirbt wahrscheinlich auch gar nicht sofort, wenn man... man sieht an den Diamanten... Ich gehe da nochmal rein. So nicht! So nicht! Ich möchte bitte alle Diamanten haben, hallo? Die lassen wir jetzt nicht liegen.
Das muss es noch sein. Das ist so ein bisschen... Ah, na. Aber wir haben tatsächlich... Doch, wir haben ein Leben verloren. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben gar nichts verloren. Das ist ja nur eine Bonus-Stage hier. Hopp. 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 Okay, oh, wir hatten den... Okay, wir hätten den rechten Weg gehen müssen. Nein! Okay. Immer diese Trollkarten. Ich werde hier ganz... Gut, einmal machen wir es noch. Wenn es da nicht klappt, lassen wir das. Oder ich mache dann eine Speed-Up-Aktion draus oder so. So. Okay, der Joker ist immer hier so ein bisschen der Troll. Waha. Waha. Okay, diesmal den rechten Weg. So, zack. Okay. Wahrscheinlich gibt es da irgendwas ganz Tolles, wenn wir das schaffen. Ich bin mir sicher. So, jetzt den rechten Weg. Okay. So, das hätten wir. Ja. Geht ihr? Geht doch. Was geht doch noch ein ganzes Stück weiter? Da ist ein Statuenstück, seht ihr? Gut, dass ich es doch nochmal gemacht habe. Ja. Schön. Now, Mickey knew how it felt to be a rabbit in a magic act. So, Clowns, das heißt, ich werde heute wieder Albträume haben. Nee, so schlimm ist es eigentlich nicht, aber trotzdem den Clowns. Ach Mann. Komm noch mal runter. Kommst du bitte noch? Ich weiß, dass ich gerade getötet habe, aber komm doch bitte noch mal runter. Kommst du noch? Er kommt nicht noch mal. Moment, dann müsste es vielleicht so gehen. Nein, aber wenn der Clown rauskommt. Ah, jetzt ist er wieder. So, okay. So, da haben wir noch ein paar. Oh, es gibt da, die sind aber. Sind das eigentlich Extra-Leben oder ist das irgendwas anderes? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das sind gar keine Extra-Leben. Puh. Aber das ist aber lustig, das macht Spaß. Das ist echt toll. Fällt mir bislang echt gut. Moment, oh, Truhe? Das sind, glaube ich, keine Extra-Leben, weil damit wären sie echt ein bisschen zu. Ich will nicht sagen. Oh, schon wieder Klauen. Warum so viel Klauen? Au! Ja gut, ich kann verstehen, dass er sauer war. Und schließlich habe ich ihm die Mumie direkt in die Eier geworfen. Das ist unter Umständen schmerzhaft. Gut. Wenn er denn noch welche hatte. Ich will es gar nicht. Egal. So. Höp, höp. Höp, höp. Das ist, glaube ich... Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Spiel wirklich mehr... so, vom Optischen ist ja klar, dass es mehr an Kinder gerichtet ist. Ich finde es aber auch wirklich sehr schön. Es ist wirklich ein... Da fühlt man sich doch wieder wie so ein Kind, wenn man das spielt. Es ist nur die Sache, bis jetzt wirkt das Ganze doch noch recht leicht. Und dadurch, dass hier wirklich so viel mit Sachen um sich geworfen wird, mit Energie und Zeug, da ist DuckTales schon ein bisschen schlimmer, was das betrifft. So, wie komme ich... Ach, da müssen wir wieder... Okay, ich verstehe. Höp. Stampfwumme können wir leider nicht. Hä, müssen wir denn eigentlich... Wie komme ich da ran? Ach so, ah, okay, verstehe. Verstanden. So. Und jetzt ganz schnell rüber, ne? Na, das war wahrscheinlich... Na, schnell. Ach, es geht gar nicht runter. Mein Gott, ich mache mir hier eine Hektik, dabei ist das gar nicht mal nötig. Naja. Hopp. Aber es ist auch mal erfrischend, mal wieder was nicht so... Sich so... Na gut, ich würde ja schon gern... Ich bin ja schon ein Mensch, der gerne fordernde Spiele spielt. Sagen wir es mal so. So ist es nicht. Aber es ist ja doch mal ganz erfrischend, mal so ein bisschen... Was ist das? Schlüssel. Alright. Wir haben einen Schlüssel und wissen gar nicht, wofür. Toll, jetzt hätte ich eigentlich links nochmal nachschauen dürfen. Okay, das wird übrigens gerade automatisch gesteuert. Ne, das mache ich gerade nicht. Ich kann nur springen. Ja, und dabei verkacken. Das kann ich besonders gut. Ah, okay. Und höp! Und das ist jetzt irgendwie... Das wäre natürlich interessant, wenn es ein Achievement gibt. Von wegen, dass man alle Diamanten einsammeln muss und keinen verfehlen darf. Das wäre dann, glaube ich, gar nicht so einfach. Gerade hier. So. Wie sollte das denn gehen? Ich kann ja nicht steuern. Da ist der Ausgang! Okay, Moment, hier ist doch bestimmt noch was. Haha, wusste ich's doch. Was haben wir denn hier? Nichts? Ist das euer Ernst? Warum macht ihr das? Gut, das ist das Castle of Illusion. Sie wollen mich verwirren, ne? Moment. Ach, das ist nur die Tür, die auf und zu geht. Okay. Dann ja, haben wir das geschafft und ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier erstmal Schluss. Das heißt, wir gehen zurück zum Schloss. Und im nächsten Part werden wir uns dann die nächste Stage angucken aus dieser... Ich glaube, das war die nächste Welt dann schon. Ich glaube, hat dann jede Welt drei Stages? Ich weiß nicht, wie viele Welten es gibt, aber... Moment, ich guck mal gerade, ob ich das richtig erkannt habe.
Dann müsste hier... Ach nee, hier ist die Brücke gewesen. Moment, war denn... Wo war denn das? War das... hier war das, ne? Hier links. Ich möchte eigentlich nur mal gucken, ob... ja, okay. Dann hat jede Welt wohl 3 Level. Gut, ich weiß nicht, wie viele Level es gibt. Ich glaube, das Spiel soll nicht so lang sein. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Castle of Illusion. Bis dahin.